Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Schulfer und herzlich willkommen zu Episode 68, Part 1 Update in Toilet Tower Defense. Das Update ist endlich da und mit dem Update ist auch endlich das große Weihnachtsevent im Spiel. Ich zeige euch heute mal alles, was neu ist und wir schauen uns natürlich auch die neue Map an. Lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Kuss geht raus für den Support, damit wir auch dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten knacken. Ansonsten nicht vergessen, bei mir im Shop vorbeizuschauen, Freunde, denn ihr könnt dieses Jahr nur noch heute in meinem Merch-Shop einkaufen. Wir haben noch ein paar von den Hoodies, sind noch da. Wenn ihr da noch keinen habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Gibt nicht mehr jede Größe, aber davon sind noch welche im Lager. Wir haben noch Handyhüllen, Schlüsselanhänger und das Tjulfer-Plushie ist auch noch da. Wenn ihr noch irgendwas möchtet zu Weihnachten, schaut auf jeden Fall heute rein, denn ab morgen zieht unser Lager um und dann wird nichts mehr verschickt. Das heißt, wenn ihr irgendwas möchtet, schaut auf jeden Fall heute noch in den Shop, Freunde. Tjulfer.shop oder den Link in der Beschreibung drücken. Ich wünsche euch viel Spaß. Und irgendwer von euch hat mir schon direkt eine neue Kiste geschickt. Vielen, vielen Dank. Joshua hat uns hier eine Santa Crate geschickt. Er hat uns direkt 3 Crates? Martin hat auch eine Crate geschickt. Der Pro hat auch eine Crate geschickt. Wie viele Crates habt ihr mir geschickt? Seid ihr irre? Ey, mein Inventar ist bald nur noch voll mit Kisten. Ich habe mehr Kisten als irgendwas sonst. Aber Freunde, wir schauen erstmal, was alles an Einheiten neu gekommen ist. Wir haben nämlich insgesamt 6 neue Einheiten im Game. 6 neue spielbare Einheiten, richtig verrückt. Und sogar eine Godly-Einheit, Freunde. Ich zeige euch das mal eben. Wenn wir nämlich hier, Moment, dafür müssen wir hier drüben hin, ne? Ihr seht schon, hier ist das Weihnachtsevent. Hier haben wir den Nordpol. Wir haben uns auch gestern alles schon im Stream live zusammen angeschaut. Ja, also gerne schaut im nächsten Stream gerne vorbei, Freunde. Hier haben wir das Weihnachtsevent. Und es gibt ja jetzt auch diesen Event-Pass. Den Game Pass, den wir hier freischalten können. Wir sind jetzt auch schon bei T27. Ich werde euch gleich mal alles zeigen, was es hier drin gibt. Hier gibt es Missionen, die wir machen können. Ähnlich wie während dem Halloween-Event. Ja? Wenn wir da bestimmte Sachen abschließen, kriegen wir hier Erfahrungspunkte für den Pass oder Geschenke, um im neuen Shop einzukaufen. Denn hier können wir die neue Santa Crate kaufen. Da drinne sind insgesamt 4 neue Einheiten. Unter anderem Reindeer Speaker Man. Die Einheit ist ganz okay, macht 5000 Schaden auf dem Maximallevel. Das ist ganz okay. Dann haben wir 11 Camera Woman. Macht aus irgendeinem Grund nur 6000 Schaden pro Sekunde, obwohl es eine Legendary Einheit ist. Keine Ahnung. Dann haben wir Santa TV Man. Das ist unsere neue Pharma-Einheit, die auf dem Maximallevel uns 2000 Münzen gibt pro Runde. Richtig krass. Und wir haben eine neue Godly-Einheit, nämlich Titan Present Man. Ja, aus irgendeinem Grund hat Titan Present Man eine Chance von 1%, dass er aus der Kiste kommt. Obwohl es eine Godly-Einheit ist, finde ich, um ehrlich zu sein, viel zu hoch. Ich meine, nur noch mal als Vergleich, Corrupted Cameraman hier ist nur eine Mythic-Einheit und der hatte damals beim Halloween-Event 0,1% Chance, aus der Kiste zu kommen. Und das ist nur eine Mythic-Einheit, ja? Ich meine, davon gibt es auch nur 8000, aber trotzdem, beim Upgraded Titan Cinema Man haben wir ohne Boost nur eine Chance von 0,01%, dass der kommt. Also noch viel geringer. Ihr wisst, wie lange ich gebraucht habe, um den zu ziehen. Und jetzt haben wir hier einfach eine Godly-Einheit, die 1% Chance hat. Finde ich zu hoch. 0,5 oder 0,2 oder so wäre okay gewesen. Ich finde 1 ein bisschen zu hoch. Ich sag euch auch, wieso 1 zu hoch ist. Ich habe den schon zweimal. Ich habe den gestern im Stream zweimal gezogen. Ich habe einmal 10 Kisten geöffnet und da war direkt zweimal Titan Present Man drinne. Es war bodenlos. Also finde ich ein bisschen zu hoch die Chance von 1% für Godly. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also wie gesagt, ich denke so 0,5 wäre okay gewesen. Weil es ist ja eine Kiste, die muss man auch irgendwo für Robux kaufen oder sich halt die Geschenke verdienen. Und ja, wäre es dann so gewesen, dass die Chance ein bisschen geringer ist, wäre das okay. 0,5, 0,3, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber gut, ist es jetzt 1%? Ihr seht, es gibt auch schon 67.000 Stück von dem. Naja, aber es ist keine ultra starke Godly. Warte mal. Doch, die haben den nochmal geändert. Warte, stopp. Gestern, als wir den hatten, hat er nur 25.000 Schaden pro Sekunde gemacht. Der hat nur 25.000 Schaden pro Sekunde gestern gemacht. Da dachte ich mir noch so, okay, ist eine Godly, aber ist halt nicht so stark. Jetzt macht er mehr als Upgraded Titan Cinema Man. Jetzt macht er fast 75.000 Schaden pro Sekunde. Okay, viel zu stark die Einheit, viel zu stark. Nein, 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 Die Chance müsste viel geringer sein. Aber okay, schauen wir uns mal den Event Pass an, Freunde. Den könnt ihr ganz normal durchspielen, indem ihr hier eure Missionen erfüllt oder ihr irgendeinen Modus spielt. Die neue Event Map, irgendeine andere Map. Ihr bekommt dann immer Erfahrungspunkte
Und dann steigt hier euer Event Pass. Ja, ihr seht, wir sind schon bei T27, wie gesagt. Und dann bekommt ihr alle möglichen Belohnungen. Ihr bekommt Coin Boost, ihr bekommt Luck Boost. Ihr bekommt hier welche von den neuen Kisten, die ihr öffnen könnt. Ihr bekommt auch Gems. Ihr bekommt die neue Event Währung, damit ihr euch von der Währung auch neue Geschenke kaufen könnt. Alle möglichen Sachen. Und bei T25 gibt es den Frost DJ Speakerman. Eine neue Einheit im Game. Ja, das ist die fünfte Einheit, die neu im Game ist. Können wir uns gleich auch mal anschauen. Ihr seht ja, den habe ich schon. Und dann geht es hier weiter. Alle möglichen Belohnungen. Ja, alle fünf Level kriegt man eine Kiste oder sogar zwei Kisten. Und ganz am Ende, Freunde, gibt es den Sinister Titan TV Man. Noch eine neue Mythic-Einheit, glaube ich, ist er. Sehr, sehr krass. Das versuchen wir auch heute im Video freizuschalten. Das ist unser Ziel für dieses Video. Erstmal den Pass komplett durchzuspielen. Und wir schauen mal. Hier ist er, der Frost DJ Speakerman. Den rüsten wir jetzt auch mal direkt aus. Den will ich mal testen. Wir nehmen natürlich Santa TV Man mit. Warte, wo ist der ganze Rest? Hier ist Elf Camera Woman, nehmen wir mit. Und was ich sagen muss, Reindeer Speakerman ist wirklich nicht so stark. Den lasse ich jetzt auch mal hier. Den nehme ich nicht mit. Stattdessen nehme ich mit Large Turkey Speakerman. Den nehmen wir stattdessen mit. Und natürlich unseren Titan Present Man. Der war auch gestern komplett buggy im Stream. Alle, die gestern im Stream dabei waren, wissen es. Der hatte nämlich nur drei Level. Das erste Upgrade hat irgendwie 4000 gekostet. Das zweite Upgrade hat 40.000 gekostet. Ich schätze mal, das haben sie jetzt repariert, weil auch sein Schaden hochgegangen ist. Aber okay, Freunde, wir gehen mal direkt auf die neue Map. Wir gehen auf den Nordpol und schauen uns mal an, was hier so abgeht. Und hier sind wir auch schon auf der coolen neuen Nordpol-Map. Ich kann es schon mal direkt vorweg sagen, weil wir haben die Map gestern schon einmal im Stream gespielt. Das ist jetzt keine ultraschwere Map. Also, warte, oh, wir können direkt, oh, wir können direkt, Alter, wie groß ist Frost DJ Speakerman? Bro! Alter, okay, wir platzieren ihn mal hier hin. Junge, er spielt die ganze Zeit auch noch Musik. das ist keine ultraschwere Map. Der Entwickler hat ja sogar gesagt, dass es ein bisschen leichter machen will, wie den Nightmare Mode und noch leichter als den Thanksgiving Event Mode. Und hat er auch gemacht. Hat er auch gemacht. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir demnächst mal irgendwann eine viel schwerere Map irgendwie bekommen. Warte mal, kann der sich nicht bewegen? Ach, der macht die ganze Zeit im gleichen Bereich seinen Damage oder was? Okay. Gut, aber er macht gut Damage, ne? 400 direkt auf ersten Level. Ist nicht schlecht. Ja, nice. Okay. Gut. Wir testen mal die neue Nordpol-Map mit den neuen Weihnachtseinheiten. Außer Turkey Speakerman. Den haben wir dabei, weil er einfach brutal stark ist. Den brauchen wir. Ich bin aber mal gespannt, wie sich die Optik von Frost DJ Speakerman gleich verändert. Weil ihr seht ja, wie er auf Maximallevel aussieht. Er hat hier so eine komplette DJ-Abteilung und alles. Und wie groß seine Reichweite wirklich wird. Weil ich glaube, der Entwickler hat ihn so beschrieben, dass der auf dem Maximallevel 360 Grad Schaden machen soll. Denn eigentlich sollte Frost DJ Speakerman ja unsere erste Booster-Einheit sein, ja? Dass er, warte, wir können ihn upgraden. Zack. Ja, oh, er macht schon mal anders Damage. Dass er unsere erste Booster-Einheit sein soll und er quasi, ja, von anderen Einheiten die Reichweite boosten kann und solche Sachen. Das haben die aber nicht geschafft, ins Game reinzukriegen jetzt so schnell, weil alle anderen alten Einheiten irgendwie umgecodet werden müssen, damit das geht. Und deswegen ist der Frost DJ Speakerman die erste Flächeneinheit, die wirklich im kompletten Radius Schaden machen wird. Wenn der natürlich gleich irgendwie so einen riesen Radius hat bis hier hinten und in diesem kompletten Radius die ganze Zeit Schaden macht und wir mehrere von ihm platzieren können, ist das vielleicht die stärkste Einheit, die wir aktuell im Spiel haben. Dann müssen wir gleich mal testen. Weil wenn wir hier noch einen hinstellen, deswegen braucht er wahrscheinlich auch so viel Platz, damit man nicht zu viele überall platzieren kann. Aber wenn wir hier einen hinstellen, da einen, vielleicht hier noch einen und da noch einen, wisst ihr, wie viel Schaden der verursachen kann? Wenn er komplett in seiner ganzen Fläche die ganze Zeit Schaden macht und er auch noch eine große Reichweite hat? Freunde, haltet euch fest, das wird übel. Aber wir platzieren erstmal ein bisschen was von unserem Santa TV Man, weil mit Santa TV Man verdienen wir direkt viel mehr Geld. Ich platziere noch einen. Von dem können wir auch übrigens leider nur drei Stück platzieren, nur damit ihr es schon mal wisst. Also ist nicht wie Scientist Cameraman, der uns ja auch Geld bringt, wo wir, glaube ich, vier Stück können wir von dem platzieren. Und vom Pumpkin Farmer können wir fünf platzieren. Von dem hier können wir nur drei platzieren. Aber er bringt trotzdem am meisten Geld. Also
Selbst wenn wir nur 3 Stück platzieren, wenn wir die alle auf Maximallevel machen, bringt uns das trotzdem sehr viel mehr Geld als die anderen. Denn auf Maximallevel bringt der Bruder uns einfach 2000 pro Einheit, 6000 pro Level insgesamt. Das ist schon heftig. Oh, jetzt haben wir hier aber ein Problem, Freunde. Eine Frosttoilette ist hier jetzt direkt durchgekommen. Das ist eine von den neuen Einheiten. Warte mal. Stopp. Warte, wie halte ich das Ding jetzt am schlauesten auf? Ich glaube, wenn ich hier platziere, oder? Warte, ich stelle mal hier Large Turkey Speakerman hin. Ich mache einmal Skip Wave, dass ich ihn upgraden kann auch nochmal, dass er auch nochmal Damage macht. Jetzt machen beide hier nochmal Schaden rein, hoffentlich, in die Frosttoilette. Oh, die Frosttoilette kann uns betäuben, die kann uns einfrieren. Guck mal, die hat uns eingefroren. Aber, wow, gerade so aufgehalten. Ja, da müssen wir aber gut aufpassen jetzt. Ja, wir brauchen noch mehr Schaden, weil ich sehe auch gerade, Frost DJ Speakerman macht nur 750 pro Sekunde. Der macht zwar ordentlich Damage in seinem ganzen Bereich, aber er greift gerade noch viel zu langsam an. Warte, deswegen, wir machen nochmal Skip Wave und upgraden ihn mal direkt nochmal, dass er viel schneller angreift. So, ja, so sieht das gut aus. Noch plus Turkey Speakerman, da läuft das. Okay, okay. Puh, ich hab mich schon... Hab schon kurz Panik bekommen, ey. Wow. DJ Speakerman haben wir jetzt schon auf Level 4. Seine Reichweite hat sich jetzt nicht mehr verändert. Also, dass das irgendwie jetzt komplett im Kreis geht, ist noch nicht der Fall. Ansonsten, vom Damage her stehen wir ultra gut da. Mit dem nächsten Tausender jetzt gleich werde ich auch erstmal unseren Titanen beschwören. Unseren neuen Godly. Komm, wir machen Skip Wave. unseren neuen Titan Present Man, den stelle ich jetzt auch einfach mal hier so hin. Zack, da ist er. Der allerechte. So, nächster Upgrade. Alter, er macht jetzt schon... Ey, das ist doch bodenlos. Der macht auf Level 1... Auf Level 1 macht er 6400 Schaden pro Sekunde. Base Level. Ey, so bodenlos. Das kann nicht sein. Der kann jetzt, das ist zu viel. Hört auf. Hört auf, das ist zu viel Schaden. Der ist zu stark. Vertraut mir, diese Einheit ist zu stark. Ich mache jetzt Autoskip an. Glaubt mir, diese Einheit ist zu strong, Freunde. Den müssen die schwächer machen. Also, wir testen ihn jetzt mal. Ja, wir gehen jetzt mal all in, weil die Einheit hat sich von gestern zu heute nochmal verändert. Wie gesagt, ich habe ihn gestern im Stream schon getestet. Aber da hat er scheinbar noch nicht seine volle Power gehabt. Aber jetzt hat er scheinbar seine volle Power. Ich meine, guck mal, der macht Flächenexplosionsschaden und was weiß ich. Und direkt 6000 pro Sekunde. Das kann doch nicht sein. Ist ja bodenlos. Okay, wir können ihn ja auch nochmal upgraden, unseren Turkey Speakerman, damit der auch nochmal ein bisschen mithelfen kann. So. Ich upgrade jetzt aber auch nochmal Santa TV Man bis auf Level 4, weil der uns dann schon 500 pro Runde gibt. Und die können wir definitiv gebrauchen, diese 500 pro Runde. Die werden uns nicht schaden. Weil desto schneller können wir jetzt gleich alles andere noch upgraden, weil DJ Speakerman... Ist ja auch nicht günstig, wie wir gerade eben gesehen haben. So, zack, nochmal hier ein Upgrade. Hallo? Hallo, ich habe das Upgrade schon gekauft. Upgrade. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay. So, der ist jetzt auch auf Level 4. Die bringen jetzt... Alle bringen die jetzt jeweils 500. So, und jetzt warten wir mal kurz, bis wir 5000 haben. Ich will Titan Present Man upgraden, weil ich habe es ja eben am Anfang vom Video gesagt. Gestern war der übel verbuggt. Der hat aus irgendeinem Grund von Level 2 auf 3 40.000 gekostet. Und ich will mal sehen, ob das immer noch so ist. Und hier haben wir auch schon 5.000 am Start. Das ging schnell. Zack, Upgrade. Ja, es ist immer noch so. Okay, also hat er wirklich nur 3 Level. Aber sein Schaden hat sich vergrößert. Also er macht jetzt mehr Damage. Gestern hat er halt nur 25.000 Schaden gemacht. Und jetzt macht er mehr Damage, aber kostet noch das Gleiche. Okay, krass. Ich hätte gedacht, er ist jetzt noch teurer geworden. Aber das ist wirklich heftig. Ja, ansonsten, ihr seht, der Schwierigkeitsgrad vom Modus ist nicht so hoch. Wir können hier gerade auf Autoskip einfach durchwalken. Auf easy, vor allem mit Titan Present Man, Godly Einheit. Easy, gar kein Problem, Bruder. Und wir haben Frost DJ Speakerman auf Maximallevel und er macht keinen 360 Grad Schaden. Also er macht hier auf einer ganzen großen Fläche Schaden, ihr seht es, ne? Alles hier vorne ist Damage, ja, also hier vorne, das ist alles Schaden. Und hier hinten halt nicht das Stück. Ja, gut. Er wurde uns halt angepriesen als 360-Grad-Einheit. Haben wir jetzt nicht ganz. Ist trotzdem eine starke Einheit.
Aber ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, als 360-Grad-Einheit wäre das auch mit, also wäre das fast die beste Einheit gewesen. Wirklich. Weil das ist wirklich, überlegt mal, in dem Radius macht er die ganze Zeit Damage. Das wäre viel zu crazy. Ist so schon crazy. In Kombination noch mit Titan Present Man und auch noch unserem Large Turkey Speaker Man, den wir hier stehen haben, die ja auch noch Damage machen können. Ich platziere auch übrigens mal noch einen. Ist das schon enorm. Es ist wirklich sehr viel Schaden. Sehr viel Damage, der hier heute rausgehasselt wird, Freunde. Ganz, ganz üble Nummer. Und ich platziere mal, pass auf, ich platziere hier noch so eine DJ-Einheit. Nochmal so hier hin. Dass der nochmal direkt nach hier oben Damage machen kann. Ganz übel. Ey, der Schaden, den wir hier verteilen, ist wirklich, wirklich heftig. Und fast alles ist Flächenschaden. Bis auf, hier, bis auf, wie heißt die nochmal? Elf Camera Woman. Machen alle anderen Einheiten kompletten Flächenschaden. Und heftigen Flächenschaden noch dazu. Das ist ja das Allerübelste. Überlegt mal, wir hätten jetzt noch Spider TV oder so dabei. Dann wäre es ganz heftig. So, wir können ihn jetzt auch direkt auf maximal upgraden. Let's go. Und wir investieren jetzt nochmal ein bisschen Geld in unsere Santa TV Man. Ah, die sind jetzt alle betäubt. Na, vielen Dank. Okay, könnt ihr nochmal aufwachen, bitte, Leute? Ist er wach? Upgrade? Ah, er war wach. Okay, ist er auch wach? Er war auch wach und er war auch wach. So, jetzt liegen die alle hier auf ihren Geschenken und chillen. Und sind jetzt alle nochmal geupgradet, bringen noch viel mehr Geld. Let's go. Weil wir brauchen ja irgendwie noch 40.000. Für unseren Titan Present Man. Er ist wirklich teuer. Dafür, dass er Geschenke vorbeibringt, ist er wirklich ganz schön teuer. Und wir gönnen uns jetzt hier das Maximal-Upgrade schnell für Titan Present Man, denn... denn... Oh, kann er kann nicht mehr betäubt werden. Habt ihr das gesehen? Oder wurden die Explosionstoiletten gerade zu schnell besiegt? Kann auch sein, dass sie zu schnell besiegt wurden. Alter, ich dachte gerade schon, er kann nicht mehr betäubt werden. Ja, wir brauchten das Upgrade gerade auch. Ihr habt gesehen, hier sind schon ein paar Einheiten, die hier durchrennen wollten. So, wir upgraden auch mal unseren Santa TV Man noch weiter, dass der uns noch mehr Geld einbringt pro Runde. Und weil es so schön ist, machen wir auch einfach noch einen Titan Present Man. Das ist meine neue Lieblingseinheit. Das ist viel zu stark. Bro, er ist viel zu strong. Es ist geisterkrank, Freunde. Es ist wirklich geisterkrank. Schau mal, was der hier macht. Pro Sekunde 75.000 Schaden. Ich freue mich wirklich auf den Endlos-Modus, Leute. Ich kann weiterhin sagen, ich besitze jede Einheit. Ich meine, wir haben noch nicht Sinister TV Man, den holen wir uns gleich. Aber wir besitzen weiterhin jede Einheit. Wir sind brutal stark und wir rasieren jedes Level. Ich brauche eine neue Herausforderung, okay? Diesen PvP-Modus, der angekündigt wurde, wo ich gegen andere Spieler kämpfen kann. Wir werden ein Turnier machen. Wir werden ein Turnier mit Preisgeld machen. Und dieser Endlos-Modus. Ich brauche das. Ich muss mich testen. Ich muss mich testen, okay? Aber trotz unserer starken Einheiten kriegen wir hier gerade ein bisschen Probleme, weil ich vergessen habe, hier ein Upgrade zu kaufen. Ärgerlich, ärgerlich, aber nicht so schlimm. Oh, was haben wir hier? Quad Blade Strider Toilet. Wurde aber komplett weggelötet dann jetzt auch noch. Ah, komm. Was soll eigentlich der Geiz, Freunde? Ich platziere noch einen Titan Present Man. Wenn es gut läuft, sollte ich den auch jetzt gleich nochmal upgraden können, denke ich. Ah, wird vielleicht ein bisschen knapp. Wir sind schon auf Welle 50. Ja, es wird definitiv knapp. Oh, oh. Oh, das wird generell... Ich kann auch Autoskip ausmachen. Wir sind schon auf Level 50. Alter, wir kriegen hier ganz schön Damage noch reingedrückt von den ganzen Einheiten. Aber Alter, wie viele Frosttoiletten kommen denn da? Ich zeige euch gleich übrigens mal den neuen Boss, den wir jetzt hier haben. Wir haben logischerweise einen neuen Boss für den Weihnachtsmodus hier. Wir sind ja am Nordpol. Da gibt es einen neuen Boss in gewissermaßen. So, warte. Oh, wir können wirklich nochmal ein Upgrade kaufen jetzt hier. Wir haben drei Titan Present Man auf Maximallevel. Bodenlos. So, wo ist denn der neue Boss? Ist er hier drüben? Da drüben ist er. Okay, gestern war er auf der anderen Seite. Das hier ist der neue Weihnachtsboss, Freunde. Die Frost-Skelett-Toilette. Allerdings nur 3,3 Millionen Leben. Hätte ich mir auch stärker gewünscht. Also ich finde wirklich, dass der Weihnachtsmodus ein bisschen zu easy ist. Ja, vielleicht ist das aber auch nur meine Meinung. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht. Ich meine, es soll ja schon möglich sein, den Modus zu schaffen. Aber wenn ihn jeder schafft, ist auch ein bisschen... Aber gut, es ist auch nur ein Event-Modus. Muss man so und so sehen, ne? Ich würde mir generell einfach nur wünschen, dass wir einen Modus hätten, der noch viel schwerer ist als Albtraum. Das muss nicht immer der Event-Modus sein. Ich würde mir nur mal eine größere Challenge wünschen im Game. Aber das kriegen wir ja vielleicht noch dann im Januar, wenn die anderen krassen Updates kommen.
Jetzt wird hier erstmal alles komplett wegrasiert. Pass auf, ich platziere mal hier noch einen DJ. Ich platziere hier noch einen DJ, weil ich es kann. Und wir platzieren noch einen Turkey Speakerman, weil ich es kann. Oh, den kann ich nicht auf Maximallevel bringen. Ärger. Oh, doch kann ich. Doch kann ich. Okay, gleich kommt hier der neue Boss angelaufen und noch die Quad Rocket Mutantentoilette. Beide zusammen haben fast 5 Millionen Leben. Immerhin. Oh, und die Quad Rocket Mutantentoilette wird jetzt schon direkt unter Beschuss genommen hier. Wird auch von der Seite schon von der DJ, vom DJ Speakerman erwischt. Ganz, ganz übel. Dem geht's gar nicht gut. Ey, wie viel Damage die hier reingeflötet kriegen von den Einheiten, ist echt heftig. Ich meine, das Ding hat 1,6 Millionen. Das sind nicht 160.000. Das ist schon krass. So, jetzt verschießt er so ein bisschen seine Raketen. Das bringt ihm aber... Das bringt ihm genau gar nichts. Alter! Komplett. Und jetzt geht das Gleiche hier auf die Frost-Skelett-Toilette. Kann er eigentlich seinen Hammer benutzen? Schlägt der Leute mit seinem Hammer? Oh ja, macht er. Bringt ihm aber nichts. In 27 Minuten durchgespeedrun, Freunde. Let's go. Und wir kriegen 200 von den Geschenken und 1900 Erfahrung für jedes Mal, wenn wir hier durchspielen. Und jetzt checken wir mal direkt unseren Game Pass, wie weit uns das vorangebracht hat. Wir können ja auch, denke ich, wieder... Ey, Bato schickt uns auch noch eine Santa Crate. Danke dir, Bato. Kuss geht raus. Genau, wir können nämlich auch wieder zwei Missionen hier abgeben. Hier kriegen wir nämlich nochmal 1000 Erfahrung. Und nochmal 1000 Erfahrung. Nee. Stopp. Hat das nicht geladen? Wir nehmen das hier mal. Successfully claimed. Hä, lädt das gerade nicht richtig? Warte, wir sind bei T28. Das claimen wir auch mal. Nee, irgendwas lädt hier gerade nicht. Moment, ich gehe nochmal neu ins Game. Okay, ich habe jetzt einmal neu geladen. Jetzt hat es sich richtig aktualisiert. Hier steht jetzt noch Spiele für eine Stunde. Ja, das haben wir jetzt noch nicht ganz gemacht heute. 2500 Toiletten sollen wir zerstören. Dann kriegen wir hier nochmal was. 50 Santa Crates insgesamt öffnen. Dann haben wir das hier auch. Wir werden auch gleich nochmal welche öffnen. Aber wir können uns hier auch irgendwie Tiers kaufen. Ja, also wir können uns quasi wie auch bei Fortnite durch den Battle Pass hier quasi durcharbeiten. Boah, aber warte mal. Kostet das jedes Mal 200 Robux? Okay, das ist viel. Das ist tatsächlich viel. Warte, wir öffnen erstmal nochmal 10 Santa Crates, okay? Wir haben nochmal ein bisschen epische und legendäre Einheiten bekommen. Weil dann können wir gleich ja die 50 Santa Crate Quest, können wir dann einfach abgeben quasi. Dann kriegen wir das ja auch noch. Gibt es noch irgendeine Mission, die ich jetzt auf easy machen kann? Spiele eine Stunde, zerstört 2500 Toiletten, 50.000 Geschenke einsammeln. Ja, vielleicht spiele ich gerade noch mal kurz, weil ich will auf jeden Fall den Event Pass mit euch heute hier im Video freischalten, dass wir uns den Sinister... Oh, das ist ja auch ein Titan! Sinister Titan TV Man will ich nämlich unbedingt freischalten. Ich bin gerade nur am Überlegen, wie wir das am besten machen. Also gerade am schlausten. Warte mal, ich skippe mal gerade, komm, wir skippen mal einmal. Ich habe ja genug Robux gerade am Start. Weil 200 für jeden Skip ist schon teuer. Ja, ja, jeder Skip kostet 200. Wahrscheinlich wird es gleich sogar noch teurer, oder? Warte mal, wir skippen uns mal ein bisschen durch, Freunde. Wir skippen uns mal ein bisschen durch. Warte, weil ich dafür ja auch nochmal Crates bekomme jetzt. Und Geschenke, um noch mehr zu kaufen. So. Okay, weil jetzt, ah ja, jetzt kostet es nämlich noch mehr, weil wir jetzt mehr Erfahrung brauchen, seht ihr? Jetzt brauchen wir nämlich 3000 Erfahrung für einen Level Up. Jetzt kostet es sogar 300 Robux pro Skip. Eieiei, warte, kaufe ich mich mit Robux durch, ja oder nicht? Hm, ist schon teuer. Naja, egal. Und das letzte Tier wird geskippt. Ich habe jetzt alles mit Robux durchgekauft, Freunde, weil ich habe eben mal durchgerechnet. Das wird ja viel zu lange dauern. Jedes Level hat irgendwie 4000 EXP gehabt. Dann kriegt man für die Mission, hier kriegt man 5000, hier kriegt man 5000. Hätte ich das alles zusammengesammelt, hätte ich bestimmt noch 8 oder 9 Level mit den normalen EXP vom Spielen durchspielen müssen. Mit jeder Runde 2000 EXP. Da sitzt ja 15 Stunden dran, nur um das Ding durchzuspielen. Das hätte viel zu lange gedauert, wenn ich euch das alles zeigen will. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal so auf easy durchgekauft, Freunde. Warum auch nicht? Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Gerne den Channel abonnieren und wir claimen jetzt erstmal alles. Einige Luck Boosts, einige Santa Crates, obwohl uns die natürlich nichts bringen.
Aber ist mega cool, dass dieser Pass natürlich free to play ist. Also ihr könnt, ohne dass ihr Robux ausgebt, alles hier drinne freischalten, ne? Also das ist kein Pass, den ihr erstmal kaufen müsst. Ihr könnt den komplett kostenlos, könnt ihr diesen Pass freischalten. Komplett. Und diese Einheiten mitnehmen. Auch den Sinister Titan TV Man. Und ihr bekommt ja auch einige Crates unterwegs. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Glück habt, habt ihr auch alle anderen Einheiten, die neu sind im Event, wenn ihr am Ende von diesem Pass angekommen seid. Also das ist auf jeden Fall richtig gut, dass ihr das nicht alles kaufen müsst mit Robux, sondern ihr es einfach so habt. Und wir holen uns jetzt noch Sinister Titan TV Man rein ins Team, Freunde. Und der müsste ein Mythic sein, ne? Warte, ich check. Nee, ist nicht. Ist er? Doch, ist er. Ist ein Mythic. Okay, warte. Unequip All. Wir nehmen. Der macht auch 60.000? Und es gibt erst 133 von dem. Ich schwöre, der wird viel seltener sein als der hier. Davon gibt es jetzt schon 70.000. Junge. Der ist einfach nicht selten genug. Einfach. Das hier hätte der Godly vielleicht sein sollen. Ah, okay. Ist halt Titan Present Man, der Godly, whatever. Gut, wir haben Sinister Titan TV Man. Wir nehmen mal noch mit Frost DJ Speaker Man. Und wir nehmen mal noch mit, was nehmen wir noch mit kurz in eine Runde? Wir gehen noch mal kurz in eine Runde rein. Turkey Cameraman ist ja eigentlich cool, ne? 15.000 Schaden pro Sekunde. Wir schnappen uns auch mal, wir nehmen auch noch mal mit Large Turkey Speaker Man. Und wir nehmen dieses Mal mit eine Camera Repair Drone, damit wir nicht so krass, betäubt werden die ganze Zeit. Und dann rushen wir jetzt mal durch den Nordpol. Wir machen mal einen Speedrun. Wir haben eben 27 Minuten gebraucht. Mal sehen, ob es noch schneller geht. Was natürlich bedeutet, wir machen jetzt direkt von Anfang an Autoskip an, Leute. Und wir platzieren direkt... Boah, wo platziere ich den denn jetzt am besten? Eigentlich müsste ich ihn ja hier so hinstellen. Aber hier passt nicht, ne? Der ist zu dick, der Typ. Ja, dann stelle ich ihn halt wieder hier so hin. Dann stelle ich den wieder hier so hin. Den Frost DJ Speakerman. Und dann lassen wir jetzt einfach mal laufen. Wir lassen jetzt mal laufen. Ich habe jetzt keine Einheit, die uns mehr Geld bringt. Also Santa TV Man habe ich jetzt nicht dabei für mehr Kohle. Sollten wir aber eigentlich auch nicht brauchen. Weil wir jetzt den Titan ja nicht dabei haben. Also den Godly Titan, der ultra viel kostet. Also sollte das eigentlich auch recht gut so klappen jetzt, denke ich. Wir werden es mal testen. Und es würde jetzt zwischenzeitlich hier tatsächlich ein bisschen knapp in unserem Speedrun. Aber ihr seht, sind erst 7 Minuten rum. Wir sind schon bei Welle 22. Wir spielen komplett auf Autoskip und werden jetzt unseren Sinister. Na komm. Wieso kann ich ihn nicht platzieren? Jetzt. Sinister Titan TV Man werden wir jetzt mal platzieren. Der startet auch mit 1500 Schaden pro Sekunde rein. Ein Upgrade kostet 2500 Schaden. Und ich weiß nicht, kann der irgendwie Gegner auch verlangsamen? Ich glaube schon, ne? Ja, oh, der kann Gegner verlangsamen. Okay, extrem stark. Extrem starke Einheit. Ich habe ja auch schon zum Glück unsere Camera Drone. Die werden wir auch definitiv brauchen. Ich verstärke den jetzt mal hier direkt. Macht er schon 4000 pro Sekunde. Brauchen wir auch jetzt hier, um hier die Flying Rocket Launcher Toilet loszuwerden. Krass. Okay, wow, der ist wirklich sehr stark. Der Bruder ist sehr, sehr strong. Als nächstes machen wir mal Large Turkey Speakerman, glaube ich, aufs Maximallevel. Der kann das auch gebrauchen, weil der macht dann auch direkt viel mehr Schaden. Und die anderen Einheiten, wir haben ja noch niemanden hier jetzt gerade auf Maximallevel. Wir haben aber auch nur brutal stark. Ach, das ist auch noch gar nicht sein Maximallevel. Ja, aber ey, ihr seht schon, mit der Verlangsamung von Sinister Titan TV Man, Bruder. Und der macht auch 60.000 gleich auf Maximallevel. Das ist halt komplett geisterkrank, Freunde, ne? Also der Damage, der hier verteilt wird schon wieder, ist bodenlos. Ist heftig. Also wir speedrunnen das Level jetzt hier auf ganz, ganz easy komplett durch. Unsere Basiseinheiten haben wir jetzt schon mal alle auf maximal. Den DJ, unseren Turkey Cameraman und unseren Large Turkey Speakerman. Die Turkey-Einheiten habe ich einfach mit. Das sind die stärksten Event-Einheiten, die wir bis jetzt hatten, die beiden. Der hier macht 9000 Fläche, der macht 15.000 Einzelschaden, ist komplett brutal. So, Sinister Titan TV Man, nächstes Upgrade kostet 8000. Das sparen wir uns jetzt mal zusammen, dass wir den gleich auch mal auf Maximallevel hier erleben. Weil wenn der Bruder wirklich seine 60.000 Schaden hier gleich abruft, plus seine Verlangsamung, da könnt ihr euch aber auch was gefasst machen hier. Das wird aber ganz anders reindrücken, wird das. Aber die 8000 müssen wir uns jetzt erstmal verdienen, weil wie gesagt, wir haben keine Geldeinheiten mit dabei. Brauchen wir aber auch nicht, wie ihr seht, ne? Wir haben jetzt nichts, was hier einfach mal so 40.000 kostet, um aufzuleveln. Den Sinister Titan TV Man können wir zum Glück ganz normal verbessern. Und die 8.000 haben wir sogar schon fast. Jo, das ging ja voll schnell. So, nächste Level kostet 12.000. Ich denke mal, den können wir bis Level 6 machen, schätze ich mal. Oder, warte,
Ja, bis Level 6 müssen wir den wahrscheinlich machen. Vielleicht sogar bis Level 7. Weiß gerade nicht ganz genau. Aber mindestens bis Level 6. Und hier gönnen wir uns auch jetzt schon mal direkt das Level 6 Upgrade. Und wie ich eben schon prophezeit habe, kann der Bruder bis Level 7 gehen. Er hat jetzt hier irgendwie wie so ein Jetpack oder so sogar bekommen. Ganz üble Nummer. Sieht krass aus auf jeden Fall. Wir sind übrigens auch bei Welle 48. Ich hoffe, wir kriegen die 18.000 jetzt noch schnell zusammen. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde machen mit, mit Geldeinheiten, mit Farmeinheiten, damit wir mehr Geld zusammenkriegen. Warte mal, ist das eine neue Einheit? Nee, Strider Rocket Toilet gab's schon. Okay, war gerade kurz verwirrt, sah komisch aus. Mal sehen, ob wir auf die 18.000 noch kommen. Könnte klappen, könnte aber auch nicht klappen. Ich meine, es sind einige dicke Boss-Einheiten, die jetzt gleich noch besiegt werden, die uns natürlich viel Bonus bringen werden. Deswegen mal schauen, was hier jetzt gleich passieren wird. Wir werden natürlich gerade extrem betäubt die ganze Zeit, weil einfach zu viele Betäubungseinheiten hier gerade unterwegs sind. Und ich kann keine neue Medic-Einheit jetzt gerade beschwören. Geht nicht. Ich habe nur die eine. Das ist ein bisschen schlecht. Warte mal, rennen die jetzt hier durch? Nee, oder? Nein, schaffen die nicht. Nein. Die werden besiegt, oder? Boah. Ey, ich habe extra eine Heilungseinheit dabei. Okay, üble Nummer. Übel, was will ich machen? Wir werden jetzt gerade einfach trotzdem besiegt. Was zur Hölle? Okay, ja, wir haben verloren. GG. Wir wurden so krass betäubt, dass nicht mal die Betäubungseinheit es geschafft hat, uns komplett zu heilen. Hä? Was soll das denn? Die fahren jetzt einfach durch hier. Die greifen den Nordpol an, Freunde. Oh, wow. Okay, aber wir haben wenigstens mal Sinister TV Man in Action gesehen. Ist eine sehr, sehr starke Einheit. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf bis dahin.